Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Und wir sind immer noch am Erforschen dieses Planetens. Und ich habe mir jetzt mal was überlegt. Und zwar hier. Ich würde mal sagen, Kultratuga würde ich mal gerne, zack, umbenennen. Weil das ist ja dieser Name von diesem Planeten. Und ich würde ihn mal, ich nenne ihn einfach mal Onkels First. Und da wissen wir ganz genau, das ist unser erster Planet. So, jetzt haben wir das hochgeladen. Und kriegen dafür 5400 Units. Ah. Okay, zum Hochladen dieser Informationen. Das System. Ach, wir sind in diesem System. Das nennt man Onkel... Ach so, das System. Nee, das System würde ich nicht gerade Onkels First nennen. Kommt das System? Ach, geht nicht mehr. Und der Planet, den nennen wir mal Detox-Gosse. So, Planet Toxgosse, genau. Ah. Hochgeladen, haben wir wieder ein bisschen was. Hochladen. Ach, dieses ganze Zeug kann ich jetzt noch hochladen. Okay. Nö, dann bloß hochladen. Okay, das ist alles, was wir entdeckt haben. Dann kriegt man da Units dafür. Und Nakusa Scharafraf. Ach, das kann man noch hochladen. Hier, da haben wir diesen. Den lassen wir einfach. Ach, wir lassen die Namen. Was soll ich da groß umbenennen, ne? Kann ich jetzt nicht jedem Vieh hier einen Namen geben. Und irgendeinen geilen Planeten, den nennen wir dann natürlich Gamers Check LP, das ist klar. Ja. Aber der Kanal, sag ich schon, der geht mir hier eigentlich mehr oder weniger auf den Sack. Der Planet. Ja, da können wir uns ja das dann auch noch mitholen. Weil dieses Toxic-Gedöns, naja, das wird wahrscheinlich jeder Planet haben. Ja, klar. Oh, hier. Wissenstein. Warp. Warp klingt gut. Das Wort Warp könnte uns helfen. Wenn wir gerne einen Warper haben wollen. Big Warper. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bummler. Ja, klar. Wenn es weiter nichts ist. 2-2. Da hinten ist aber gleich da. Kikachumi-Kreuzung. Ja, ist schön. Schreibe ich das schon auf Rückweg? Aua. Jetzt geht das wieder los hier. Die Windhaufen. Und speichern, natürlich. Ach ja, noch ein paar Kisten. Ach Mann! Geht das wieder los hier? Guck mal hier, das kann man wieder aufladen. Und das kann man auch wieder aufladen, und zwar... Technologie aufgeladen.
So, jetzt habe ich ein bisschen Platz. Gra. Was ist das denn? Was ist denn ein Gra? Verbrauchsgut zum Handeln. Ein Gas, das von Vikingkriegern eingeatmet wird, um die Lungenkapazität kurzfristig zu erhöhen und bessere Siegeskriegsschreie zu ermöglichen. Viele Friedensverträge der Galaxie erhalten ein Verbot, das allerdings häufig missachtet wird. Aha. Okay. Handelsgüter. Stimmt, man kann ja hier auch handeln. Da kann man vielleicht mit den Valkarirö. Valkakikakön. Kann man dann vielleicht ein bisschen handeln. Oder jetzt habe ich das. Ja, da wollte ich noch hin. Schalalalalala, schalalalala. Oh, guck mal, da oben haben wir noch so ein... Ist das ein Wissensstein oder ist das... Was haben wir denn da für ein Steinchen? Ach, schreck doch nicht. Die süßen kleinen Viecher. Wir müssen doch irgendwann mal einen besseren Scan, um Vögel zu scannen, oder? Weil es ist schon doof, dass wir die jetzt nicht scannen konnten. Das finde ich nicht so schön. Haben wir... ja, haben wir. Mikrodichtes Gewebe. Oh, machen wir mal, nehmen wir mal mit hier. Signalscanner. Und du schlüpf. Es wird hier immer unterschlüpfse. Aber der ist gar nicht so weit weg. Leute, ich finde immer mehr, wo wir hingehen können. Coole Sache. Ich würde schon gerne mal sehen, wie so ein Unterschlupf. Ach so, so ein Stein, den Stein. Hier ist es. Hier ist es. Oder? Halt. Ist es das? Ist es das? Ja! Du kleines Ding! Halt, stopp! Nein! Ein Dreieck. Oh, 100 von dir. Will das in sich zusammen, wenn man das hier kaputt macht? Oder fliegt das? Es fliegt nass, sicherlich. Wir können jetzt eigentlich schon getrost zum Raumschiff zurück, denn wir haben es geschafft. Wir haben es gefunden, Leute. Wir haben es gefunden, was wir brauchten. Wow, wie geil ist das denn? Haben wir jetzt auch genug? 106, da müssen wir noch ein bisschen was abbauen. Boah, mega cool, wir haben's. Wir können unser Raumschiff reparieren, Leute. Wir können unser Raumschiff reparieren. Oh, ja, da war ja noch was. Oh. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wir haben's. So. Sehr geil. Also das Iridium werden wir definitiv nicht... Aua. Jetzt bin ich echt gerade überlegen, sollen wir jetzt zurück? Ankunft 1.14.
7-2. 13 noch was. Da wollte ich doch noch hin, oder? Was haben wir denn hier? 2,23. Wir gehen aber zuerst da hin. Wir haben es, Leute, wir haben es. Juhu. Das ist verdammt selten, wie es ausschaut, das Ding. Ich freue mich gerade so, wir können das Raumschiff flott machen. Das ist so geil. Wir können das Raumschiff flott machen. Die Niki-Piki-Kreuzer. Aber ich würde natürlich auch gern die Adi-Lele mal kennenlernen. Deswegen so schnell fliegen wir auf jeden Fall nicht weg. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Nee! Ach, wie ich es hasse. Wie ich es hasse, wie ich es hasse. Mhm. Mann. Zum Handeln. Was kann man denn hier? Das können wir schon wieder aufladen. Technologie aufgeladen. Super. Den Rest vom Kohlenstoff. Das ist eigentlich ein Multiwerkzeug. Wie sieht es eigentlich hier aus? Guck mal. Was ist denn eigentlich das andere? Wir könnten ja modifizieren. So, wir könnten jetzt hier das mal zerlegen. Ach nee. Hier bist du. Ach, das ist bloß dieser Blitzwerfer. Wir können den nur nehmen. Müssen wir bleiben dabei. Ja, ist wieder aufgefüllt. Auch gut. Oh, die scheiß Perlen. Das ist doch hundertprozentig nur zum Handeln da. Ja, auf der anderen Seite, was heißt nur, ne? Ich glaube, wir ärgern uns dann richtig. Und zwar genau dann, wenn wir dann beim Raumschiff ankommen und sehen, dass wir die ganzen Orte, die wir jetzt abgelaufen sind, abfliegen können. Ich habe irgendwie so ein dämliches Gefühl, dass wir wieder so ein Glück haben. Warte mal, das war 12:22. Das ist 5,47. Und das, da gehen wir als nächstes hin. Ich glaube, jetzt lernen wir vielleicht sogar mal die Leute kennen hier, oder? Ich weiß es nicht. Aua. Zwei 14, wir rennen mal ein bisschen. Boah, ich freue mich schon, das Raumschiff endlich zu reparieren. Weil jetzt hängen wir ja hier schon auch schon... Boah. Alter. Einige Parts hier. Auf diesem Planeten. Kann ich eigentlich hier auch pflanzen? Nee. Wow, was ist denn das? Okay, wir müssen aufpassen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass die gefährlich sind. Vagirin, Wort für Vagirin erkannt. Leute, Reisemeilenstein erkannt.
Faselea. Ach, Fasela. Wurde gelernt, 5. Faselea. Okay. Warum immer? Alter, erwachsen, zugänglich, Pflanzenfresser. Ach, die tun ja nichts. Ach, echt? Hallo? Hallo? Kann ich dich auch füttern? Ach, guck. Haha, witzig. Die ist ein Stein. Alter, ganz ruhig bleiben. Oh, ist das cool. Ach, guck mal, hier sind noch mehr solche Steine. Hm. Wow, 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 du bist was anderes, oder? Kleinkind. Oh, hallo. Kann ich dich füttern? Warte mal, füttern. Ich kann nicht ankommen. Ja, sei feiner. Cool. Ah, gefällt mir echt. Das ist natürlich klasse, was hier abgeht. Mhm. Sind das jetzt eigentlich nur die auf dem Planeten, die Vakyrea oder wie die heißen? Oder? Wow. Oder sind die überall im Weltraum zu Hause? Oder sind das jetzt die Einwohner von dem Planeten? Das würde mich auch mal interessieren. Okay, guck mal hier. Aha, okay. Das Eisen. Mal wieder so ein Überbrückungsgedöns. Schau jetzt mal hier rein. Weil hier drin ist ein Punkt. Warum können wir denn wieder nichts? Neurotechnologie. Nachladebeschleuniger Sigma. Zink brauchen wir dafür noch. Das habe ich vor uns rausgeschmissen. Super, aber ich dachte jetzt ist hier mal. Figur mal irgendwie jemand so speichern erstmal jemand zum Kennenlernen und so. Ich fühle mich so alleine. Und da oben läuft dieses fröhliche Vieh. So, wir wollten jetzt noch zu dem Stein. Da geht's langsam nach Hause. Zum Raumschiff. Das Raumschiff reparieren. Was zum... Achso. Wo ist denn das? Ne. Landet da einer in einem Raumschiff? Ach, guck mal, was ist das denn? Was passiert denn da? Oh, wie cool. Huhu. Okay, wir müssen da mal hin. Das ist selber schlimm. Es ist schlimm. Solche Spiele können uns ewig beschäftigen, liebe Freunde. Wow, guck mal, das ist ein richtiges... Was ist das? Wir sind hier in 1,52. Wir sind dort in 2,19.
Wir wollten dahin. 6-1 und hier oben haben wir 8 gemacht. Ja, das ist jetzt wäre ja jetzt doof, wenn wir das nicht alles abgrasen, ne? Guck mal da mal hin. Ach. Lustig, diese Raumschiffe, das sind verschiedene. Aber eigentlich ist das bescheuert, dahin zu rennen. Nee, so bescheuert ist es gar nicht. So ein kleines bisschen Umweg, was wir da laufen. Was bist denn du? Aha. Jung, rational, ängstlich, Weidekreatur. Mhm. Hallo. Ja, kleines Matzel. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir wieder ein Gebiet. Ja, sicherlich. Ach Mann. Die scheiß Perle. Blöd ist, dass wir da nichts mehr zum Handeln haben. Willst du mich verarschen? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Kann ich denn dann wieder den Planeten hier finden später? Das ist, würde mich jetzt irgendwann. Boah. Boah, es ist laut. Ah, hallo! Ah, wie geil ist das denn? Kann ich dich scannen? Kadett Jung. Oder so. Ah, wie geil ist das denn? Was, wie Inventar voll? Sind den Maximum, okay. Multiwerkzeuganalyse, ah, okay. Mein Inventar ist voll, sagt's wieder mal. Kadett Jung, aktuelles Wiki-Ansehen Verbündeter. Eindringling. Ah, irgendwas mit Eindringling. Die Nasenlöcher des Kriegers lodern, als ich mich ihm nähere. Er holt tief Luft und bellt etwas heraus, was eine Warnung sein könnte. Eilig zeige ich ihm, dass ich friedliche Absichten habe und nicht viel über ihn oder seine Sprache weiß. Er denkt einen Augenblick nach, packt daraufhin mein Multiwerkzeug und bellt mir dabei wieder mit reichlich Spucke ins Visier. Er deutet auf den Anzeiger, der verrät, welche Elemente ich bei mir habe. Ich tue mein Bestes, um die Ruhe zu bewahren. Eindringling. Eisen. Der Krieger grunzt. Er bringt mir die Sprache seines Volkes etwas näher. Älteste gelernt. Ah, jetzt brauchen wir Kohlenstoff, um wieder mit dem zu reden. Hm. Atlas. Kann ich die jetzt eigentlich auch einfach abknallen? Wär dumm, ne? Okay, wir brauchen Kohlenstoff. Haben wir jetzt noch Platz im Inventar? Ja. Plutonium.
Eisen. Kunststoff kam doch, glaube ich, hier aus diesem. Na klar, sagst du. Wollen wir noch was durchsuchen? Oh, super. Kohlenstoff kriegen wir immer aus irgendwelchen. Ja, aus dem. So. Schauen wir mal, ob wir noch was aus dem rauskitzeln können. Natürlich sind wir jetzt wieder am Falschen. Okay. Neue Technologie. Plasmawerfer. Explosive Disruptor-Granaten. Okay, saugeil. Ich kann jetzt Granaten herstellen. Boah, man will irgendwie weg von dem Planeten. Mal probieren, mal gucken, was da ist. Aber irgendwie hält es einen hier auch, weil man immer wieder irgendwas Neues entdeckt. Und Neues lernt. Okay, wir gucken jetzt mal den Typ an. 20 Kohlenstoffnebel. Entschuldigung. Also wie haben wir denn jetzt Kohlenstoff? Verbrauchsgüter zum Handeln, aber das sollten wir vielleicht alles mal. Platin. Aber das sind doch. Dann müssen wir wohl noch mal sammeln. Toxikos. Achso, naja. Jetzt müssen wir es doch haben. Oder liegt das jetzt einfach nur an dem Inventar voll? So, Katalion. Vaikin, Aran, Eindringling. Das Nackenfell des Kriegers sträubt sich und er beginnt sich in Erwartung meiner Bitte zu schütteln. Ich bemerke, dass seine Ahnen möglicherweise beleidigt sein werden, wenn ich zu weit gehe. Aber mich würde erstmal ein neues Wort interessieren. Der Krieger ist einverstanden zu helfen. Ich habe Krieger gelernt. Aha. Ich will weitermachen. Krieger. Okay, die Bewegung des Kriegers deutet darauf hin, dass seine Vorfahren derzeit nicht beleidigt sind. Er macht freundliche Bellgeräusche. Mhm. Um Units bitten, um Schildaufladung bitten, um Heilung bitten. Um Units bitten? Oh. Was? Dankeschön. Oh, geil. Superklasse. Wollen wir noch ein bisschen den Kohlenstoff wegmachen?
Eindringling. Der Krieger scheint weniger aggressiv zu sein, als ich erwartet habe. Seine Lippen ziehen sich sanft über seine Zähne nach oben, während er meinen Duft riecht. Um Isotop bitten, um Heilung bitten, um ein neues Wort bitten. No, ich würde gerne die Sprache ein bisschen mehr lernen, um das einverstanden zu helfen. Ersetzen gelernt. Aha. Sehr geil, kommt noch ein bisschen Kohlenstoff ausgeben. Eindringling. Okay. Der Krieger gibt zu erkennen, dass er momentan kein Verlangen hat, mich zu töten. Seine Lippen ziehen sich sanft über die Zähne nach oben, während er einige elegant geformte Bellgeräusche von sich gibt. Um Heilung. Ihr das einverstanden zu helfen. Wir haben immer noch ein bisschen was, ne? Wir können immer noch ein bisschen was lernen. Ah, wir sind schon wieder über der Zeit, Leute. Meine Fresse, dieses Spiel. Der Krieger, Knorrgeräusche, die seltsam fröhlich klingen. Neues Wort. Krieger ist einverstanden zu helfen. Für Stimme gelernt. Ja. Und machen wir nochmal. Komm, wir machen nochmal. Wir geben jetzt unser ganzes Kohlenstoff da aus. Krieger. Eindringling. Mhm. Was ist denn Silikat? Schildaufladung. Silikat. Krieger ist einverstanden zu helfen. Iridium. Ach, das ist dieses Zeug. Okay, liebe Freunde. Ich glaube, das ist. Okay, jetzt ist Schluss. Wir sind voll. Aber das macht jetzt gar nichts, denn ich würde sagen, wir machen das Ganze morgen weiter und wir gehen jetzt noch zu diesen, wir machen jetzt wirklich, wir ziehen jetzt im nächsten Part dieses Dings hier durch, die Ruine. Ah. Und machen dann zum Raumschiff und schauen mal, was wir da machen können, weil hier gibt es so viel zu entdecken. Vielleicht können wir da hin und her springen dann und ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.